Voll Rio! Sag mal! Willst du mich jetzt verarschen? Das hat so gut funktioniert. Voll Rio zusammen und herzlich willkommen hier auf YouTube, meine lieben kleinen Freunde. Ich finde, das war gut. Zusammen und einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube. Und... Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Titan Pokecraft. Titancraft, was? Pokemon. Titan Community Rot. Oh nein. Titan, Titan Sonne Mond. Demo-Version. Oh Mann. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir mussten hochgehen, weil. Balou ist sehr unschicklich. Der hustet die ganze Zeit. Ja, das ist die hustende Folge. Ja, komm, wir gehen mal ein bisschen higher machen. Ja, lass mal schlafen, damit das ME-System Strom hat. Haben wir ein Bettchen? Ja. Oh, wir haben nur zwei Betten. Nein, dein Bett ist... Ach so. Mist. Haben wir Wolle? Miri, zieh dich! Komm, du Dickerchen, geh weg. Hallo! Jetzt häng ich... Oh nein, ich kann mich nicht mehr... Nein, ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus, du Dummdachs! Oh doch, jetzt eigentlich. Ihr seid so gut. Ich wollte gerade sagen, haben wir Wolle? Guck mal hier über uns. Wir könnten wir eben ein Bett nein, bauen. Nein, nicht das Dach abbauen. Nicht das Pokémon Center kaputt machen. Aber ich habe jetzt Wolle. Hast du es tatsächlich abgebaut? Ja, ich darf ja nicht. Ich hab's wieder angebaut. Aber wir haben ein System genug Wolle eigentlich. Ja, macht Wolle, ja. Wolle, Uschus, Weh, Accessoire, Woll. Ne, String. Wir haben jetzt uns überlegt, wir werden die Schlucht hier no strings to mit me down. Glas auskleiden und sie einfach dadurch... Ich denke, du bist ein Arsch. Ich habe es gewusst und ich bin weggegangen, aber es war zu spät. Ich denke, Miri ist ein Arsch. Ich denke, ich gehe dann mal. Ich denke, ich komme nicht mehr hoch. Du hast Pokémon, die fliegen können. Was ja, aber ich bleibe jetzt einfach hier unten. Du bist selber zu verantworten, Madame. Ach, mir ist das doch egal, wenn du das ganze Volk in der Schlucht sitzt. Ja. Katze wollte aber Tag haben. Und jetzt? Und jetzt? Dann bist du dafür verantwortlich, dass wir keinen Tag haben. Ja. Katze, beschwer dich bei Miri. Ich werde im Übrigen mir ein Set aus Team Magma machen, weil ich zu denen gehöre. So, Feuermagier und Feuertypis müssen zusammenhalten. Oh wow, unsere Schlucht geht sogar noch geil runter. Achso, ja gut, du bist der Feuermagier, sagst du. Ja, ach, Junge. Ich dachte gerade schon, du würdest... Oh nein, stimmt, wir brauchen ja hier nur die Hälfte. Hier haben wir ja die Mod drauf gemacht, dass gar nicht alle schlafen müssen. Mist! Da ist mein Evil Plan mit der Schlucht schon wieder in... Hat sie in Luft aufgelöst. Aber Miri ist geschlafen gegangen. Ja, ich bleib jetzt aber liegen. Ja. Ist doch nicht meine Schuld, wenn die Folge deswegen jetzt uninteressant wird für die Leute. Ich komm nicht hoch. Ist das denn meine Schuld dann? Ich fürchte nicht. Denke schon. Nein. Nein, nein. Da. Wakey, wakey, rise, shine. Good morning, everyone. Ja. Wakey, wakey, rise and shine. Good morning, everyone. Warum sagst du bei ihm nicht, ja? Und nur bei mir sagst du, ja? Müssen wir da mal drüber reden? Ich war schon fertig mit meinem, ja. Ja. Sie ist mit dem Held nicht klargekommen. Nein. Die Leute feiern das, dass unter meiner Folge steht, dass das ein Mobbing-Projekt ist. Toll. Ehrlich, geil. Das ist Wer hat das unter deiner Folge geschrieben? Das aus ich habe geschrieben, ich habe doch gesagt in dem Video, dass ich mich gemobbt fühle, weil ihr mich die ganze Zeit nur mobbt. Und die Leute finden das toll. Oh ja, lass mal Baloui mobben. Das ist ja so lustig. Nein, ist es nicht. Versetzt euch mal in meine Situation, ja? Das geht ja nicht, sind ja keine Feuermaria. Und sie sind ja auch nicht Baloui. Ich bin Baloui. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Feurio zusammen, ich bin Baloui und das hier ist eine neue Folge, Teil 3. Ach nein, auch nicht. Du bist voll der Joghurtbecher. Ich bin ein Joghurtbecher? Ja, klar. Denke nicht. Und das ist dann, sind dann eigentlich, wenn ich jetzt ein Joghurtbecher-LP wäre und ich hätte Hater, wären das dann eigentlich laktoseintolerante Menschen? Ich denke, das ist nicht lustig. Ich habe nur aus Spaß gemacht. Ich habe das nicht mal gehört. Ja, deswegen, ja. Ich will da eine ernsthafte Antwort drauf haben, aber Baloui stellt sich hin und spielt einen auf Arschloch. Ja, du kannst mit Miri solche Scherze machen. Ja, fragst du mal, ob sie das lustig fand. Ja, traut er sich vielleicht nicht. Vielleicht interessiert mich das nicht, ob Miri das lustig findet. Ach.
Vielleicht interessiert mich das allgemein nicht, ob meine Witze lustig sind oder nicht. Vielleicht will ich sie einfach nur erzählen, um sie erzählt zu haben. Schwach, Katze. Wusstet ihr eigentlich, dass es regnet? Das ist mir gar nicht. Lady Bar wusste das. Wo bist du, in der Höhle? Hey, hier geht es so weit runter in unserem Schlucht. Unter, das ist so geil. Unterm See schon, das ist echt krass. Guck mal, Miri, ich bin jetzt unter dir, genau. Und hier ist noch eine Höhle, noch eine Schluchthöhle. Hängt ihr eigentlich an dem See, der hier vor unserem Gedöns ist? Frau Miri, die hat mehr gestalterische Ahnung als ich. Nein. Nicht so. Du magst den See nicht? Nee. Okay. Aber am Ende der Straße, ich wollte mein Haus am See bauen. Ja, es gibt ja noch ein riesiges Meer hier. Und am Ende der Straße steht Balouis Haus am See. Jetzt nicht mehr, weil die beiden Blödis es kaputt gemacht haben. Sie hat eigentlich gar nichts gemacht, aber... Hey, lass mal Miri flamen, finde ich gut. Ja, ich finde auch. Ich denke, Miri, jeder muss mal irgendwann mal der Leidtragende sein, nicht immer nur ich. Miri wusste eigentlich schon, dass wir Titan 3 gewonnen haben. Oh nein, die Folge kommt ja morgen. Nein, das wissen die Zuschauer noch gewonnen, gar nicht. Ja, stimmt. Ihr habt euch mit Dias freigekauft. Ah, lol. Ja, stimmt. Wir haben uns mit Dias freigekauft. Das ist so dumm. Wir fahren das Kommentar habe ich auch gekriegt. Die fahren einfach so lange, bis sie sich bei den anderen Teams freikaufen können. Oh, das ist... Ich finde, wir sollten das einbauen und wenn wir wegrennen von den Dias auf den Boden schmeißen. Dias auf Hier, wir geben euch Dias. Ich glaube ganz ehrlich, die Leute, die noch leben, würden den Dias nehmen, sich ein Dias-Schwert craften und uns damit schlagen. Ich hätte vielleicht einen Wassereimer mitnehmen sollen, das wäre jetzt hier ein bisschen praktischer. Soll ich von oben runtergraben, dann kann ich dann... Ja, hier ist nur eine 2000 Meter tiefe Schlucht, aber mach ruhig. Ja, dann kommt von oben ein Engel geflogen. Achso. Ja, nein, ich, ja, danke schön. Ja, das war mal was Nettes von mir, ne? Wow. Ich bin ja nicht so wie du. Wow, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich weiß. Ja. Niemand rechnet mit meiner Freundlichkeit. Ich trau mir nicht zu reden, weil ich sonst husten muss. Oh, dann sag halt nichts. Tut uns auch nicht okay. Tut uns auch nicht leid. Tut uns auch nicht schlimm. Nee. Bei Louis. Tut uns auch nicht schlimm. 23.10. Du fängst jetzt auch an mit diesen Zitaten. Zitaten? Ja. Man sollte niemals Dinge unbedacht im Internet zitieren. Abraham Lincoln, 1923. Hörst du mir mal auf, über diese scheiß Witze von ihm zu lachen, Miri? Das ist einfach nicht lustig, was er erzählt. Ich hör nicht mal, dass sie lacht. Sie hat immer... also, das ist schon mir zu nah an Lachen. Das hat er gar nicht verdient. Muss mal halt deine Kopfhörer lauter drehen, dann hörst du auch, wenn Miri lacht. Sie ist halt Mädchen, lachen so... Nee. Oh, jetzt gehen wir aber in falsche Gefilde, das stimmt nämlich gar nicht. Oh, da ist ein kleines, knuffiges Voltilamm. Ich zünd das an. Wo ist mein Flintenstiel? Das reibt sich. Da ist ein kleines, knuffiges Voltilamm. Komm, das zünden wir jetzt an. Da macht es schön voll. Katze und ich tu mich freu. Katze will das haben. Jetzt bin ich im Dungeon und ich wollte gar nicht. Ich wollte ein Haus bauen. Ich wollte eine Arena bauen. Oh. Dich will ich haben. Warum leckt das jetzt so? Leckt gar nichts. Warum ist meine Spitzhacke kaputt? So, es müsste ja eigentlich jetzt gegen Käfer-Pokémon sehr uneffektiv sein, ja. Autsch. Im Übrigen, mein kleiner Freund, ne? Wenn du noch einmal behauptest, dass dieses... Welches war das, Miri? Welche Attacke? Twister? War schon seit Ewigkeiten das, was es sein muss. Wo du sagst, das ist falsch. Wie oft die Leute mir das in die Kommentare geschrieben haben. Na, Katze ist so dumm. Die Katacke war schon immer Drache oder was auch immer sie war. Miri, was war sie denn? Hilf mir doch mal. Wie genau soll mich das interessieren, wenn ich ein so awesomenes Sichlor habe? Es geht ins Pokémon Center. Warum gehst du ins Pokémon Center? Wieso hat er ein Sichlor? Willst du geheilt werden? Oh, du willst geheilt werden. Tut mir leid, Sichlor. Du hattest ja noch Schaden. Von Unfähigkeit kann man nicht geheilt werden. Soll ich mal mit einer Dia-Pegex auf deinem Kopf versuchen? Wieso willst du mir eine Dia-Pegex auf den Kopf hauen? Das ist nicht fair, Katze. Das ist einfach nicht fair. Es gibt Dinge, die sind unfair. Das ist jetzt dein fucking Ernst. Dann frage ich mich trotzdem folgende Sache, meine Damen und Herren.
Der Irrglaube, dass dieser Angriff nicht zu Flugtyp gehört, kommt daher, dass man ein Taubsi normalerweise und ein Tauboga normalerweise nicht mit einer Drachenattacke fängt. Was machst Dementsprechend du? Kann ich das nicht ganz falsch aussetzen und ausbringen. Hier geht's ganz runter, bis zum Boden. Da sind ganz viele Taudos. Wer dedost? Taudidosse sind hier. Au! Taurosse. Nee, du bist mir zu hochlevelig. Ich hatte ein kleines. Der Blitz hat gerade genau neben mir eingeschlagen, als ich mit meinem Klucher geflogen bin. Hat's dich wenigstens getroffen? Fast, es war so knapp. War nicht nah genug dran. Du musst dein Carpador in Blitz reinwerfen, dann wird das zu Zombie-Carpador, habe ich gelesen. Das ist eine gute Idee. Ohne Scheiß, bei mir unter den Kommentaren steht auch schon wieder viermal, ich soll mein Carpador ganz schnell ins Wasser, ins Lava werfen. Ja, das war früher so, heute geht das nur noch mit Blitzen, leider. Ja, früher, das war wahrscheinlich ein Gag. Aber... Ach komm schon, du behinderter Tauros. Jetzt lass dich fangen. Mein Glurak kommt mit dem Regen nicht klar. Dankeschön, Miri. Ich wollte nur helfen. Jetzt ist nicht mehr so viel Regen. Ich sehe nichts. Jetzt bist du geschützt. Ja, toll. Ich denke, das war nett von mir. Ich denke nicht. Ich denke, dein Weihlauter beschützt euch vor Regen. Wir haben gevotet, wie wir die Star Wars Gilde nennen sollen. Und die Leute haben gesagt, wir sollen sie Krümelchen nennen. Wie sie was nennen soll? Krümelchen sollte die Gilde heißen in Star Wars. Ach du heiliger Bimbam. Na, haben wir dann auch nicht gemacht. Wir nennen sie jetzt, warte, wie heißt die? Starcats. Finde ich das jetzt irgendwie cool? Ich glaube schon. Wir haben die Zuschauer fragen lassen, was wir so machen sollen. Könnte dieses verkackte Tauros jetzt mal drin bleiben? Könnte vielleicht irgendjemand mal den Regen ab... Übrigens, dein Krümelchen steht im Weg. Aber es wollte ins Wasser. Yay! Tauros reiten. Och, Manu ist noch nicht gefangen. Es will ja auch nicht drin bleiben, das Scheißvieh. Wie hoch sind die Chancen, dass es aus... Oh, es bricht schon mal raus! Hab ich einen Tauros? Ach so, Scheiße! Ich hol mal meinen Tauros und reize damit an dir vorbei. Ich hab noch zwei Bälle, zwei Chancen. Oh. Stan. Oh, ich hab keinen Tauros gefangen. Warte mal. Ja! Ah, verdammt, ist drin. Verdammt, das Scheiße. Freu dich für mich, du Arsch! Was ist falsch mit euch? Ja, wir sollten uns doch vorher, kannst du nicht mal entscheiden? Warum sind denn hier so viele Schilder, wo nur Scheiße draufsteht? Warum ist der Regen doof? Die ganze Zeit auf dieser Mach Seite es doch selber aus, du bist doch keine 12 mehr! Mami, ich bin nicht mehr 12, ich darf rausgehen in die große weite Welt und Pokémon trainieren. Ich habe ein Enchantment-Buch gekriegt mit Double Jump. Awesome. Woo! Ach ja, Double Jump, sehe ich gerade wieder. Willst du eigentlich mal irgendwie... Die Stadt mal so vordesignen, dass ich entscheiden kann, wo wir es hinstellen. Ich würde gerne die Beete aufbauen. Ja, ich will ja auch gerade. Deswegen mache ich ja gerade ein bisschen was platt. Ich denke, du hast eine schlechte Schippe. Guck mal meine an. Brrr, 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 brrr. Nein, ich habe keine Katze gerufen. Piri gleich. Das war nicht am Bier. Sag mal, wie tief willst du das denn hier runter machen? Ich denke, wie tief will ich das runter machen? Wie tief soll das hier werden? Wie viel eben? Nur eine Runde oder zwei? Da ist ein Fisch. Wow. Raus. Opa. Mach was Produktives. Fang den Kurkuma zum Beispiel. Kurkuma. Das ist was Produktives. Sie kann auch für uns alle Radikals fangen. Ja! Für unseren Radikalstall. Fang Kurkuma. Okay. Jetzt habe ich dir nicht zugehört, Katze. Eins oder zwei nach unten? Ich werde dir beißen. Was denn? Sag doch! Wie eins oder zwei? Was redest du denn? Ja, willst du hier zwei Layer runter oder ein Layer? 12. Was denn an 1 oder 2 so schwer? Na gut. Nein. Er hat's gesagt, Miri, oder? Er kann jetzt nicht sich beschweren. Was wird das jetzt?
Nein! Nein! Er hat einen Amboss gebaut. Nein, bitte nicht. Nein, das ME geht nicht. Nein! Miri, können wir mal im Schlafen gehen? Warum? Weil es Tag sein muss. Mal gucken. Oh, wie kommt man immer diese Kackleiter, ey. Wieso hat man die nicht einen länger gemacht? Wow. Wow. Miri, meinst du, ich höre nicht, wenn du einen Block abbaust? Ich hab die Leiter länger gemacht, so, wie du es wolltest. Na gut. Aber du beschwerst dich ja immer nur. Dankeschön. Das ist ein Vollidiot. Du musst jetzt von hier rüber hüpfen. Das ist ein Vollidiot. Ich glaub, die Leiter länger machen. Du beschwerst dich ja immer. Jetzt weiß man. Jetzt muss jemand was machen. Nein. Was denn? Ach so. Feurio zusammen. Herzlich willkommen zu Titan. Nein, du musst Feurio sagen. So. Du darfst nur Feurio sagen. Feurio. Das war's mit der heutigen Folge. Und herzlich willkommen zu PokéCraft. Ich bin Balui. Nein, warte, ich bin! Also Baluis Leistung ist mal wieder der schlechteste Teil an der Abmod. Wie immer. Hast du irgendwie ein Problem in deiner Abmod? Ich hab gefragt, wie viel Layer, und der Sack hat nichts gesagt. 12. Hab ich? Ich hab ihn gefragt. Ja, ich mach jetzt echt 12, 4, warte. 1, 2, 3, 4. Au, 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 er wird gehauen. Das ist einfach nicht fair. Bengalische Haukatze. Die macht mir die immer hau, hau. Nein. Mau, mau ist das. Du hast nur mal das Kartenspiel. Ja, mau, mau. Die fängt immer mau, mau zu spielen. Dann ist ja gut. Mau, mau. Damit beginnt jede Aufnahme. Das ist halt wirklich so. Falls ihr jemals die Schlerk-Animation in Minecraft sehen wollt, dann schaut euch die. So, also, dann schreibt mal unten in die Kommentare bei Miri, dass sie bitte nach dem Synchronisieren das Synchronisieren mehr drauf tun soll. Ich mache ein Best-of-Synchronisieren. Ja, hau, hau. Das könnte man zwar wirklich machen, weil ich da immer wieder irgendwas dazu sage. Ich baller da ja irgendeinen Müll immer dazu raus. Oh, herrlich. Ja, gut, also, da wir eine gemeinsame Anmod hatten, mache ich einfach die Abmod und die Leute werden mich dabei dann mit ihren Eindrücken unterbrechen. So, meine Damen und Herren, wenn euch heute eine Folge gefallen hat, dann nehmt so eine Bewertung für das Video da und wir kommen bei den anderen Leuten in der Videobeschreibung vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder ist. PokéCraft. Scheiße. Bis dahin überlasse ich die restlichen letzten Worte der Miri und dem Baloui. Auf Wiedersehen. Hau, hau. Hau, hau.